Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Und zwar die Folge Nummer 6. Ja, da oben schwirrt jetzt so ein Satellit rum, der leider nicht aufgeklappt werden konnte. Hier können wir ihn wunderbar sehen. Satrak V2 war das. Und ne, hier haben wir auch noch einen Raketenteil davon. Ob das jemals abstürzt, das ist die Frage, weiß ich nicht. Aber leider ist es hier ja mit unserem... Ah, hier ist noch daneben das und das ist unser Satellit. Ja, die werden wohl da immer lang schweben. Ja, das ist eine Umlaufbahn und die behält er auch. Da kommen wir nie drauf, oder was? Naja, okay. Ja, vielleicht können wir den Satelliten irgendwann mal reparieren. Das wäre ja auch schön, ne? Und jetzt bin ich am Überlegen, nein. Gehen wir da mal gerade hin. Wo ist er denn? Ah, hier ist er. Also wir haben jetzt nicht hier irgendwie noch die Möglichkeit, ne? Wenn wir den... Aber der Antrieb hat, glaube ich, auch keine Energie. Wir können den ja auch gar nicht starten. Das ist ja das nächste Problem, ne? Sonst würden wir ja Strom erzeugen, wenn wir den starten können. Nein, das funktioniert definitiv nicht. Müssen wir uns im Klaren drüber sein. Okay, zurück zum Space Center. Aber das wäre ja nicht gar nicht verkehrt, das Ding. Das hat ja wunderbar geklappt. Machen wir das normal. Laden. Wo ist er? Weiter unten, da ist er. Und da kommt er ja schon. Was mir noch gerade einfällt, wir können das mal ein bisschen absenken, damit das vielleicht ein bisschen mehr gegen... Dingens hat, wie heißt es? Na hier. Widerstand von der Erde. Ich nenne den mal einfach V3. Speichern wir ab. Ja, und dann müssen wir den nochmal nach oben bringen. Eigentlich kein Problem, ne? Und dann mal frühzeitig vielleicht ein Solarpanel ausmachen, damit wir auch Strom haben. Probieren wir das. Ja. Da steht sie und dann wollen wir mal das SRS anmachen und dann geben wir noch Schub dazu und dann 3, 2, 1, go. So, fliegen wir wieder hoch. Nochmal das gleiche wie letztes Mal. Einmal das M. Da haben wir gerade was anderes anvisiert oder was? Auch schön. Das ist wahrscheinlich hier eine Stufe von letztem Mal, ne? 3,8, ja, geht gut. So, gleich können wir ein bisschen Speed zurücknehmen auch. So schnell müssen wir da nicht hoch. So, dann machen wir mal gerade weniger. Sparen wir was? Obwohl, sparen müssen wir eigentlich gar nicht, ne? Jetzt sind die Dreier gleich leer. Abstoßen. Unser einziges Triebwerk muss mehr Speed haben, damit wir die Geschwindigkeit halten. Ja, wir werden jetzt auch langsam schneller. Gut, okay. Und wie sieht es hier auf der Karte aus? Ah, wir sind auf der anderen Seite, alles klar. Hm, auch schön, ne? So, da sind wir bei 15.000. Geschwindigkeit nimmt ordentlich zu. Kann ein bisschen langsamer werden. Obwohl, dann richtet sie sich auf. Dann müssen wir mal ein bisschen dagegen steuern. So, wie weit ist unser Apoapsis? Das war 31.000. Schnell, stark, besser werdend. Ich würde ja gerne noch ein bisschen mehr neigen, ne? ...48.000, das kommt gut. ...60.000, da haben wir gleich schon unser Ziel erreicht in dem Sinne.
bisschen die Geschwindigkeit runter. Oh, wir sind schon wieder auf so einer gewaltigen Leistung. Dass wir da schon wieder wahnsinnig weit im Himmel nahe sind, ne? Mal ein bisschen drehen, dass wir die sehen. M. Ja, das wird mir schon zu viel. Machen wir gerade ein bisschen weniger. Gut. Sieht schick aus. Stufe weg. Die nächste Stufe ein bisschen weniger Gas geben hier. Müssen wir mal hier auf die Dinge drehen. So, wie sieht es jetzt aus? Die wird auch kleiner, das ist wunderbar. Na komm mal ein bisschen so rumdrehen. Die wird größer, glaube ich, und die wird kleiner, ne? Ja. Nur nicht gleich den Punkt verpassen, dass das hier zu niedrig wird. Okay. Wird er wieder größer. Okay, das ist nicht so dolle. Wir wollen ja nicht so weit wegbleiben. Gehen wir ein bisschen näher. Ja, gleich haben wir eine Umlaufbahn. Momentan sieht das gar nicht gut aus. Und mal geradeaus. Wo sind wir denn hier? Ja, da müssen wir erstmal da näher hin. Und dann wollen wir dann mal gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Wenn ich jetzt das Werk hier entgegen unserer Richtung setze. Muss mal gerade von hinten gucken. So. Wenn wir das jetzt mal umdrehen. M 180.000. Wenn wir da jetzt mal machen wir das hier an. Stage only. Strom haben wir genug, aber fast kein Spot mehr. Gib mal ein bisschen Schub gerade. Was passiert jetzt hier? Das wird größer, das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass das größer wird und dafür müssten wir es vom Planeten wegzeigen. Dann würde aber alles größer werden, aber das wäre vielleicht jetzt momentan auch nicht so schlecht, oder? Wo ist denn? Da ist unser Planet.
jetzt ein bisschen Schub geben. Was passiert? Die wird größer. Ah, und der wird kleiner, oder wie sehe ich das? Das gefällt mir nicht. Dahin. Das nimmt zu und das wird kleiner. Und wie ist alle? Jetzt haben wir nur einen Satelliten in der Luft. Jetzt haben wir gleich wieder den Murks, dass es nicht klappt, ne? Haben wir schon den ersten Sprit verbraucht, ne? Fahre ich schon mal aus. Hier oben ist ja sowieso kein Widerstand. Dann kriegen wir auf jeden Fall Strom. Das Panel auch raus. Wunderbar. So. Jetzt sind wir gleich an dem entscheidenden Punkt. Und da sollten wir jetzt unseren kleinen Satelliten mal passend drehen. Ich glaube da ein. Und dann an. Dann sollte die Apoapis eigentlich nicht wachsen, aber das hier sollte wachsen. Das Ganze nochmal hier ein bisschen Power machen. Da wächst jetzt nichts. Und der soll wachsen. Ich hoffe, der wächst auch genug. Machen wir mal gerade Vollspeed. Kann natürlich zugucken, wie es weniger wird. Aber ich glaube, wir bauen gerade was auf. Könnte vielleicht klappen. Ja, sogar ziemlich gut, glaube ich. Stopp mal. Das müssen wir hier wieder ausrichten. Das ist wieder daneben gegangen. Gut. So, jetzt kommt er hier langsam rum. Und dann ist er gleich da. So, da haben wir eine Umlaufbahn. Kriegen wir wohl noch hin. So. Ausmachen. So, wir haben definitiv jetzt eine Umlaufbahn von 95.000 und 282. Aber das ist jetzt so ein bisschen zu groß. Das heißt, wir reisen jetzt bis zu dem Punkt.
Dann machen wir den Warp hier an. So, gut ist. Und dann müssen wir hier uns zu diesem grünen ausrichten mit dem Kreuz da drin. Hier, diesen hier. Da müssen wir hin. Und dann müssten wir eigentlich Speed geben. Dann sollte der jetzt kleiner werden und der gleich bleiben. Ja, der wird auch ein bisschen kleiner, aber passt schon. Gucken, dass wir da schön bleiben. Können wir mal ein bisschen mehr Schub geben dann. Ja, jetzt bringen wir eine vernünftige Umlaufbahn gleich hin. 95.000, 170, 160. Jetzt schaffen wir es gerade mit dem Sprit noch. Upp. Aus. Was haben wir jetzt? 93.300, 99.000. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir den klein bisschen größer, dass wir 99.000 haben. Warp an. Dass wir da oben hinkommen. Gut. Einmal zurück und auf den grünen Punkt ohne Kreuz, damit wir das eine auf 100.000 kriegen. Schaffen wir das noch? Ich weiß nicht. Ja, haben wir gleich schon wieder zu viel gekriegt, auch gut. Jetzt machen wir gerade wieder die Reise auf die andere Seite. Ne, brauchen wir ja gar nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach nur den Punkt hier tauschen, mit dem ohne Kreuz und dann Schub geben, ne, den mit Kreuz ist es, dann müssten wir eigentlich den, wo wir jetzt sind, verändern. Ne, jetzt haben wir den kleiner gemacht. Aber das ist gut so. Gut, jetzt reisen wir gerade rum. Auf die andere Seite. Geht nicht schneller. Wunderbar. Da haben wir jetzt 93.000. Und die wollen wir noch verändern. Einmal Schub. Und weg. Jetzt haben wir dann 94.000. Und 100.000 wollen wir. Kriegen wir vielleicht gerade noch so hin. Der bleibt gleich. Der wird größer. Wunderbar. 96, 97. ...98... ...99... ...komme. So, nochmal. 100.288 und hier unten haben wir 100.464. ...404... 463, das sind 60 Meter Unterschied. Bei der Entfernung brauchen wir da, glaube ich, nicht über Prozente sprechen. Ein halbes Prozent, da können wir mit leben. Gut, das hat gut geklappt.
gehen wir zu unserem Satelliten hin, der hier wunderbar mit den Panels da auf ist. Dann machen wir hier noch die schöne Antenne auf. Da ist die Batterie. So, hier sind unsere Messinstrumente. Noch eine schicke Antenne. Auch ausgefahren. Wir sind im Vakuum, das hat er festgestellt, das ist schön. Keine G-Kräfte wirken auf das Teil. War da nicht noch ein Messinstrument? Genau da. 7,2 Meter in der Sekunde zum Quadrat fliegen wir wohl. So, diesen schicken Schirm mit der Antenne, den richten wir jetzt noch zum Planeten aus. Kriege ich das denn jetzt hier weg? Hä? Geht so weg? Ja, so geht's weg. Gut. Dann müssten wir jetzt unser Fluggerät drehen. So zeigen wir weg. Und so zeigen wir wohl hin. So, ich glaube, wir sind jetzt ideal ausgerichtet. Ja, das gefällt mir gut. Das hat gut geklappt. Jetzt schweben wir hier wunderbar im Orbit darum. Kommen wir auch mal in Schatten, ist jetzt die Frage. Ach, er dreht sich ja jetzt nicht mit. Ah ja, genau. Der bleibt ja stehen, der Satellit. Ja, jetzt sind wir im Schatten. Geht der Strom runter. Jetzt sind wir genau auf der Rückseite wahrscheinlich. Unser Satellit steigt, oder? Ah ne, wir sind ja auf so einer Bahn. Ja, eine Runde gerade gedreht. Gut, haben wir geschafft. Unser erster Satellit schwebt im Weltall und funktioniert. Prima, gut. Ja, nächste Aktion, denke ich mal, einmal zum Mün oder Mun und zurück. Da machen wir das aber in der nächsten Folge. Und ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Mondexpedition dann mit dabei seid. Okay, bis dann. Tschüss.